Die Firma Lindner hat sich heute einen großen persönlichen Traum erfüllt, nämlich die Präsentation des Geotruck 134. Ich bin schon an vielen Präsentationen gewesen, aber ich gehe immer gerne nach Österreich, zu Lindner, weil das ist noch etwas, wir sind Schweizer, so richtige Eidgenossen noch, und das gefällt uns hier, oder? Das ist noch so wie bei uns. Sehr gut, hat es mir gefallen. Hat sich rendiert. Das Programm war ein Wahnsinn. Das hat mir gefallen, auch mit der Vorführung, wie sie nachher die ganzen Komponenten von Traktor vorgeführt haben. Das hat mir taugt, das war super. Ein österreichisches Produkt. Sehr kompakt in der Bauweise und hat sehr viele Innovationen. Das heißt, das ist Qualitätsarbeit. Das ist nicht irgendwas aus Italien oder keine Ahnung, das ist Qualität. Es ist frauenfreundlich gemacht worden. So optisch schaut er ja irrsinnig toll aus, muss ich sagen. Es ist ja sehr stylistisch, muss ich sagen. Ja, schaut ganz gut aus. Rot wie immer und schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, so wie man das als Frau halt beurteilen kann. Ja, eigentlich der ganze Traktor, weil ich bin ein Lindner-Fan. Bei mir gibt es nichts anderes wie ein Lindner. Die Kraft und was das Ding für einen Kraftstoff braucht, die Effektivität, gell? Dann das Getriebe, die 4-Stufen Lastschaltung war dringend notwendig, das ist also richtig, gell? Lastschaltbare Wendeschaltung, das ist richtig, gell? Kabinendesign passt auch, ist ordentlich, kann man nichts sagen, gell? Sind wir zufrieden. Innen drin, die Beleuchtung innen drin mit LED, ist natürlich ein Stromsparer in der Geschichte, was man auch gemacht hat im Schlepper innen drin. Die Armlehne am Sitz hat sich natürlich im Wesentlichen verändert. Er macht wirklich echt was her. Also ich denke, im Ganzen kann man sagen, es ist ein toller Schlepper geworden. Weil er von der Qualität, von der Verarbeitung her einfach top ist. Vom ganzen Handling her super ist die Maschine im Vergleich zu anderen. Einfach zu bedienen und eben halt vom Komfort her sehr gut ist. Das ist ein Unterschied, ob man noch einen 8 oder 10 Stunden Arbeitstag entspannt vom Traktor heruntersteigt oder ob man dann wirklich streichelfähig ist. Ein Freudegerät. Ja, optisch. Einmalig. Ein Lindner, oder? Ja. My you know, hands are shaking and I can hardly wait to try it. Okay, it's my turn. Oh, now it's here. Okay.